dann lass uns doch noch ein bisschen quatschen. Ich habe vorhin gesagt, du machst mir Lust aufs Campen. Ich bin nämlich ebenfalls Camperin und habe im letzten Jahr dein Buch 20.000 Reiseleiter gelesen. Da hast du eine sehr lange Reise mit deinem Mann gemacht und ihr habt euch sozusagen von den Leuten auf Facebook leiten lassen. Die haben euch gesagt, wo ihr hinfahren müsst. Genau. Was war so der spannendste Spot, den ihr als Tipp bekommen habt? Der spannendste Spot, also ich finde, der beste Spot war definitiv Slowenien. Da wäre ich nie selber drauf gekommen. Ein völlig unterschätztes Land und mit so das Schönste, das ich jemals gesehen habe. Der spannendste, würde ich aber sagen, war dort vielleicht eher die Slowakei, wo wir einmal komplett ausgeraubt wurden und man uns das Wohnmobil einfach einmal komplett auf links gedreht und leer gemacht hat. Als ihr da wart, weil es gibt ja dann auch so diese Leute, die da so... Wir hatten uns in den Bratislava eine Wohnung gemietet für 4 Tage mit 2 Freundinnen. Und da haben wir so, ich sag mal so, die Elektrogeräte zumindest haben wir mitgenommen und noch 2 Unterhosen und ein T-Shirt. Aber alles andere haben sie mitgenommen. Also vom Hundefutter bis zum Oregano-Sträußchen bis zur elektrischen Zahnbürste. Das Auto war komplett leer. Aber das Auto war noch da? Das Auto war immerhin noch da und ich war auch sehr dankbar, weil sie haben nicht die Scheibe eingeschlagen, sondern nur mit irgendeinem Hebel irgendwas aufgestemmt. Das heißt, wir konnten auch noch fahren, weil sonst wäre es richtig doof geworden. Das macht jetzt allen Leuten richtig Lust aufs Campen. Ja, aber das passiert, ganz ehrlich, mir ist in Köln auch schon 3-mal das Auto aufgebrochen worden. Also insofern ist egal. Gibt es noch weitere Camper in unserer Runde, Camperinnen? Ricardo guckt schon so begeistert. Ich habe Angst vor dem Campen und ich dachte gerade so, oh ja, Camping, vielleicht lasse ich mich doch überreden. Und dann kam die Geschichte. Und dann war ich so, nee, lieber nicht. Ich habe es vorhin schon gesagt, dein Podcast mit Susanne Link heißt, erzähl mir was Gutes. Ja. Warum ist es gerade jetzt so wichtig, sich was Gutes zu erzählen? Das war eigentlich eine Idee von meinem Mann. Das war so im Anfang diesen Jahres und man wird ja zugeballert mit Corona-Nachrichten rauf und runter natürlich. Und irgendwann hat mein Mann gesagt, ich kann es nicht mehr hören, ich würde gerne mal wieder was Gutes hören. So. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Und dann habe ich Susan, die ich schon kannte, gefragt, hättest du Lust mit mir diesen Podcast zu machen? Der Titel war relativ schnell klar, erzähl mir was Gutes, weil ich finde, genau darum geht's. Und wir treffen uns jetzt einfach einmal die Woche und erzählen uns gegenseitig gute Nachrichten. So, das können aber auch einfach lustige Geschichten sein. Heute habe ich erfahren, meine Nichte hat die Abitur bestanden irgendwie. Das würde ich natürlich auch im Podcast erzählen. Und einfach, wir plaudern eine halbe Stunde fröhlich vor uns hin. Und das ist wirklich so, und das wirklich, da geht mir das Herz auf. Erstens, wir haben danach immer viel bessere Laune als vorher. Und uns schreiben aber auch ganz viele Leute, die sagen, es hilft ihnen einfach mal eine halbe Stunde nicht an Viren und R-Werte und sonst was zu denken, sondern einfach nur mal zu merken, okay, so schlecht ist die Welt gar nicht. Diese typischen Gespräche, die hier heute im Vorfeld auch schon stattgefunden haben, wann kriegst du deine 2. Impfung oder hast du deine erste Schule? Ja, tatsächlich, oder? Bald geht's ja hoffentlich wieder auf die Bühne. Dein neues Programm heißt Haha, Moment, was? Genau. Das klingt schon richtig so nach einer Art Lebensgefühl. Worum geht es in dem Programm? Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen genau das. Also ich erzähle zum einen von dieser Reise natürlich noch. Zum anderen ist es aber auch genau diese Sache, wenn man einfach Dinge sieht und in dem Moment halt nicht versteht und dann 2-mal nachfragen muss und erst vielleicht auch lacht, weil man denkt, derjenige oder diejenige hat gerade einen Witz gemacht und dann merkt, ach nee, doch nicht, war ernst gemeint. Ein aktuelles Beispiel ist, ich habe einen Zettel, der mir seit Monaten durch den Kopf geht, am Aachener Weiher hier in Köln hängt ein Zettel, da steht drauf, Achtung, die Kanada-Gans mit dem verletzten Fuß muss nicht gerettet werden. Da gehen in meinem Kopf 1000 Geschichten los, was mit dieser arme Gans ist, wer sie schon alles gerettet hat und warum. Und über solche Sachen geht es in dem Programm. Also wirklich alles, was mir durch den Kopf stolpert. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, so Gesprächsfetzen zu notieren, die Leute sagen, wenn sie an mir vorbeilaufen. Ja. Und mein Favorit war so ein junges Paar, die sind an mir vorbeigelaufen und er hat sie angemistet. Und wie oft muss man sie dann gießen? Ich dachte, okay, was ist da passiert? Das klingt sehr gut. Ja. Viel Erfolg. Hoffentlich geht es bald wieder zurück auf die Bühne. Das hoffe ich auch sehr, aber es sieht gut aus. Ende Juli gibt es die ersten Termine. Sehr schön.